Hattest recht, wir mussten nur. Boah, wow, was war das denn? Ich hab getroffen. Bitches love cake. Freunde! Guten Abend zusammen. Wieder nüchtern. Wohl erholt. Wollte gerade sagen, tu dich so höflich. Jetzt kennen wir dein wahres Gesicht. Ja, wir zockeln heute. Wir pieken heute rein in. Wo ist das Ding? Da ist es. The House of the Dead Overkill im Extended Cut, um Gottes Willen, ist auf meiner Kauftour zur Vervollständigung meiner Zombie-Sammlung auf der PS3 irgendwie in den Warenkorb gelandet. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gesehen irgendwo? Ich glaube, es ist in Deutschland lediziert. Ich habe es auch noch nie nur irgendwo gesehen, aber eins kann man dazu verraten, ohne zu spoilern, es ist absolut witzig. Auf jeden Fall. Wir haben es letzte Woche schon mal ein bisschen gezockt. Und es hat sich als gute Wahl entpuppt, weil man muss hier einiges freischalten erstmal. Ja. Wir hatten am Anfang nur eine Magnum und es ist halt ein Raygun-Shooter mit jeder Menge Zombies. Wir haben schon die Extra-Mutanten eingestellt, dass es noch mehr sind. Und jetzt haben wir letztes Mal wenigstens noch die Shotgun freigeschaltet. Ja. Für meine Aiming-Skills, ne? Natürlich für deine Aiming-Skills, denn unsere Aiming-Skills haben uns auch mit der Shotgun ziemlich schnell gezeigt, dass wir eigentlich ziemlich scheiße sind. Richtig. Aber mal sehen. Übrigens, 3D-Glasses included, mal 2, funktionieren auf jedem Fernseher. Das sind die hier. Wir haben sie nicht ausgetestet und ich habe auch so meine Zweifel, ob es funktioniert. Aber vielleicht werfen wir da nachher mal einen Blick drauf. Das muss man hier, seht ihr da schon, analglyphic 3D. Müsste man extra einschalten, aber wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ist so ein bisschen Tarantino-Style gemacht, muss ich sagen, das Spiel. Weil wir haben auch die ganze Zeit dieses Bild flimmern, als wäre es eine verlorene Schriftrolle aus den 80ern. Also ich sag mal, für zwischendurch ist es wirklich ein absolut geiles Spiel. Richtig. Und bockt richtig. Also ich würde fast sagen, das Spiel kombiniert mit dem Pegel vom Oktoberfest. Gibt nichts Geileres. Definitiv. Und da haben wir schon den statigen Mobs mit dem Kussmund drauf. Was und ich da? Weiß nicht, ob die sich da gerade einlutschen oder. Achso, der andere ist natürlich ein Kerl, ne? Hey Isaac, you finally found the G-Spot, huh? Isaac's back! Here I am. You saw nothing. Ach ja, hier mit 2 Waffen gleichzeitig kann man auch freischalten, aber. Man muss halt sehr, sehr viel zocken, um das alles freizuschalten. Weil wie gesagt, 5 Level nur für die Shotgun. Ja, hat einiges an psychopathische Action benötigt. Oh ja. Oh ja, super. Jetzt gehen wir durch den Sumpf. Das haben wir ja schon an Dead Island schon so gute Erfahrungen mit, oder? Ja. Müssen wir nächste Woche auch mal weiter zocken. Jo. Jo. Man könnte fast meinen, es ist ein Spiel für Knopfepileptiker, wenn man nur zwei Stück drücken muss. Ja, richtig. Allerdings wird man gleich sehen, warum das Ganze sicher schwieriger war als gedacht. Es ist ja eigentlich auch Move ausgelegt, ne? Also. Ist halt so wie. Also ich bin rot, oder? Ja, ich bin rot. Ich schieß mal. Jo, ich bin blau. Ich will halt direkt hier Shotgun nehmen. Wie war Waffen wechseln? Dreieck. Richtig. Weil ich treffe ja sonst nichts, ne? Er hat hier schon Hackeball dabei. Bam. Alles nach. Ich komm jetzt schon auf meinen Faden kurz, ich werde gleich raus, dass ich nicht mehr welches meins ist. Rot, meins ist. Ich treff den. Wow, was wollt ihr denn hier? Man muss sie auch töten. Ja, tut mir leid. Ich wollte die auch was so ruhig lassen. Nicht so egoistisch sein hier, ne? Du bist eher so Verfechter der. Ja, hier muss man natürlich immer so zivilisten. Das geht doch schon wieder schief. Außerdem, warum müssen wir einen Clown retten? Ein Clown? Scheiße, ich hab den Clown getötet. Ja, also so sollte man natürlich da nicht machen, ne? Hauptsache, du hast dann auch noch gerufen, welchen du retten musst. Lass sie mal näher kommen, sonst bringt meine Shotgun nichts. Ja, dann wechsel ich halt. Hardcore. Violence. Oh, ich habe einen Killing Spree, glaube ich. Lache noch nicht. Ach. Tatsache, du Drecksack. Wo steht das denn? Oben, dein Magazin. Ah, ich bin Bronze, ne? Da, schieß auf die Box, schieß auf die Box. Dann geht mein Killing Spree weg. Ich hab's geholt. Gut. Wie fallen die denn aus? Ja, wenn man hier ohne zu verfehlen. Verdammt! Toll, du hast mein Killing Spree kaputt gemacht. Da hast du selber für gesorgt. Boah, dauert ja Jahre, ey. Wenn ich nicht mehr. Hier das ist ein Comic. Bam! Comic Page unlocked. Ja, wenn man hier zu trifft, ohne. Scheiße, ohne zu verfehlen. Also wir sehen es oben an unserem Revolver, da füllen sich die Patronen auf.
mit jedem Schuss, den wir nicht verfehlen. Richtig. Deswegen dauert das Deswegen dauert das Ganze gerade auch ein bisschen länger. Letzte Woche sah es bei uns ein wenig anders aus, als wir es noch nicht gecheckt haben. Nein, ich hab's schon wieder. Ja, ich scheiß da jetzt drauf, ganz ehrlich, ey. Das ist das schwul, das dauert echt lange. Ich hab den voll weggepustet. Vorsicht, Hammer! Hab mich getroffen natürlich, ne? Ja, aber die halten echt mehr aus als letztes Mal, oder? Ja. Das ist echt so ein bisschen das Gefühl. Aber scheiß drauf, das dauert aber jetzt viel zu lange mit der ganzen. Ja, echt mal, oder? Ficke da, ey. Mein Gott, scheiß da weg. Da sind ein paar. Ja, hier Bam! Komm her, Rostiger, ja. Ich werd mal zeigen, wo der Asi die Locken hängen hat. Bam, 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 bam. In your face. Keine Namen, ich schieße trotzdem. Bam, bam, bam. Was ist das, was das denn da unten? Wow, Ratten oder so. Nein, oder Ratten. Ich glaube, das ist ein Ratten. Da ist ein Kopf. Jawohl. 3D-Model an Luft. Wow. Ich hab Heidi Klum quasi an Luft. Hier ist das schon. Guck mal, hier, bam. Ach. Komm, Scheiße. Schieß auf die Alte. Auf den Mobs. Welche Alte? Auf den rechten Mobs. Schieß auf den rechten Mobs. Wow. Da ist wieder. Schieß doch. Ich hab's. Yes, yeah, Slow Motion. Ja, na, du tot. Toll. Deine Mode. Da ist noch einer. Hast gesehen, wie der über den Boden geschwebt ist? It's much cooler. It's slow motion. Oh. Nein, nicht schon wieder. Die hintere alte Auto. Du hast auch einen umgebracht, ne? Wahrscheinlich. Aber waren das zwei? Ja, scheint so. Ich habe einen getötet und du. Wir waren also echt gut. Hm. Ja, die Shotgun ist so ein bisschen ungenau auf Distanz, ne? Da liegt ein Comic, da liegt ein Comic. Schreib den Comic hier. Oh, 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 oh. Keine eine Granate aufgesammelt. Zufällig. Vorsicht, Bitch. Ja, ich hab der voll ins Gesicht geschossen. Und guck mal, jetzt machst du die Beine bereit. Ja, schieß auf das Bläumchen. Weg. Bam, weg. Bam, bam. Hat sich aufgelöst. Was ist denn hier los? Der kriegt den Kofferraum nicht auf. So, und ich treffe den nicht. Ah, meine Zielgenauigkeit ist. Vorsicht, da kommt eine brennende Hure vor. Eine brennende Hure! Boom! Dieses. Wie viele Civilians gibt es denn hier? Also, wir können hier gar nicht überleben. Ich kümmere mich um das Geld. Ups. Yo, voll um das Geld gekümmert. Gott sei Dank hast du nicht mehr Geld gekümmert. Jetzt geht's aber auf. Ja, ich glaub ja. Oh, jetzt guck ich dir an. Bitch, auf den Sack. Extremely violent. Ja, das ist, wenn du den ersten Killing Spree. Nee, das ist, wenn du dir direkt auf den Sack knallst. Achso, das kann natürlich auch sein. Motherfucking. Ey, der ist weggeleached, hast du gesehen? Flip war der weg, ach, der war. Das leecht der nicht. Hast du ja wer gesehen hat. Guck mal, was da hinten im Baum glitzert, siehst du das? Schieß ja. Das mal ab. Du hast ja. Nur die Aiming Skills. So. Müssen wir uns wohl später jetzt holen. Hab ich, ja, damals. Ernsthaft? Ja, sicher. Jetzt, wenn alle tot sind. Bam, 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 Digga, what? So, hat er noch einen Headshot gekriegt? Ja, und jetzt? Peace out. Oh, jetzt kommen sie aus dem Wasser raus, die dicken Wasserleichen hier, die aufgedunsenen. Guck mal, hätte ich jetzt nicht gewechselt, ne? Ja, dann was. Und auf dein Nachladesymbol da geschossen. Auf mein Nachladesymbol hast du geschossen. Was fällt dir ein, auf mein Nachladesymbol zu schießen? Hast du denn was hier auch noch all die Sachen, ne? Ja. Also dich möchte ich auch nicht in eine Zombie-Apokalypse an meine Seite haben. Da wäre ich eben im Katana unterwegs. Da steht noch einer. Ja, und dann schießt der nur ab. Ich habe keine Distanzwaffe hier. Oder sieht das aus wie ein Snipergewehr? Oh, wir haben einen neuen Gegner. Die Schwangere. Schwangere Glubschi. Ist der Meso... Oh, das ist jetzt aber echt pervers. Ist der Meso nur auf den Bauch schießen oder so. Was war das denn? Tot. Hattest recht, wir mussten nur... Wow, was war das denn? Ich hab getroffen. Ist der breitbeinig auf uns zugesprungen? Oder sah es nur so aus? Ja, tatsächlich. Der pisst hier den Container an. Ich will noch so einen. Da kommt noch so einer. Yay! Yeah! Komm her! Komm zu Mama! Ich musste nachladen übrigens. Vorne Scheiße! Was? Du Lappen! Oh, oh. Nein! You are dead. Ich bin dead? Bin ich dead? Ich bin sicher nicht so tot. Tut mir leid. Passiert oh, ich hab auch nur noch zwei, wa? Passiert halt so, und dann kann man halt... Na? Oh! Ja! Beim Thema. Ich warte auf dich! Ja, als ob du auf mich wartest. Ja, ist doch so. Was, ja, so. Oh, ne. Lauf, du Knecht. Zombie-Krähen, da hinten ist so ein rotes Ding. Schieß jetzt bitte drauf, weil du kannst besser zielen als ich. Ich will hier so ein Hühnchen abschießen, geht da. Hab's. Ja. So haben wir keine Gegner. Weil die Gegner da ankommen. Wo? Was kannst du? Ach, was? Nicht?
Ich hab das mal geregelt eben so, ne? Ja. Ja. Der Lord, das bin ich. So, zwei auf einmal. Schießt auf den Vogel. Weißt du, ich treffe auf 500 Meter, treffe ich so ein verkacktes rotes Symbol, ne? Und nicht den Vogel, der 10 Meter vor mir steht. So ist das. Der bewegt sich ja auch nicht, der Symbol, ne? Der Symbol. Ja. Bleib mal schön beim Klavier, Mozart. Extreme Violence. Hier ist Geld. Nein! Oder schon wieder so einer. Yeah! Komm her! Hoho! Mann, die ist aber echt. Power Slide! Die hat voll eingeflacht, Mann. Die? Meinst du? Meinst du? Moped kam an, ist und sie kam nahtig und siegte quasi. Wow! So richtig aufgedunsener jetzt. Das sieht doch schon wieder aus hier wie von South Park, die Alte. Heute ist Embryo-Tag, wo sich alle das Ding an den Kopf gepackt haben. Na, guck! Du Scheiße! Oh, mal gucken, was das Moped hier für einen verkackten Schwachpunkt hat. Den können wir wenigstens nicht verfehlen, ne? Wäre ich schwarz, wäre ich. Ja, auf jeden. Hätte ich eine Sonnenbrille, wäre ich der andere. Ja, wahrscheinlich. Los. Boah. Und er sich am Ei ablachen. Oha. Ja, Schluss mit lustig. Jetzt, ja, werden wir sehen. Ne? Vielleicht ist aber auch Schluss mit lustig. Jawohl, oh, wir müssen auf den Hodensack im Gesicht. Den Hodensack im Gesicht, genau, so sieht's aus. Das sieht für mich aus wie ein Arsch. Wo wir beim Thema sind, seht ihr die drei? Referenz zum letzten Vlog. Freunde. Auch wieder hier sieht man, die drei ist echt für den Arsch. Ja. Boah. Okay. Was macht er denn? Oh, der wirft den. Vorsicht. Jo, da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Das wird jetzt echt scheiße werden. Ja. Bevor der wirft, auf jeden Fall nachladen. Komm her. Ne, du musst sie einfach schon aus der Hand abschießen. Ja. Und dann zieht dann das richtig doll ab. Dann ist der richtig benebelt und so. Komm jetzt. Komm raus, Petzer. Du Scheißknecht, du! Bäh, Junge! Ja, wunderschön! Ja. Bei der Fliege mussten wir beide treffen, da hatten wir zwei so Dinger. Ja, das war am ersten ja etwas schockierend. Das war zuerst in die Bossfights immer leichter geworden und dann ging's gut zur Sache. Bäm! Und drauf da! Drauf auf die Mutti! Bam, 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 X drückt durch. Also die Mutti hat Hoden im Gesicht. Sehe ich das richtig? Das ja, willst du uns hier vermitteln. Ist halt keine schöne Mutti, ne? Schieß auf den Kopf. Ist halt keine schöne Mutti. Ja, da darf ich dir wohl beistimmen. Deine Mutter. Sieht aus wie der Endlich davon. House of the Dead. Im Zoom. Der Fetisch-Zoom. Das ist voll gemein. What? Alter. Komm, stirb einfach. Sehr große. Boom. Ja, dammt. Eiskalt die Rübe weggeömmelt. Würde ich fast sagen, das war lächerlich. Aber wie du gesehen aussiehst. Ja, das war ein bisschen lächer. Hast du schon mehr Kämpfe? Du zockst ja jetzt mit der 1, oder nicht? Ja, aber ich muss ja im Moment auch noch Gameboy spielen, ne? Also stimmt. Ja, 16. Ich bin inzwischen bei 20 Stunden auf dem Gameboy. Wieso haben wir die Shotgun nicht upgegradet, so nebenbei? Weil das eine Homo-Waffe ist, die spielt nur du. Drück mal lieber auf Player 2 Ready da. Hab ich noch geschafft. Nein, hast du nicht. Du warst fertig. Ja. Intermission. Also ich will ja nichts sagen, aber Schrotflinten sind für Leute, die nicht spielen können. Ja, deswegen. In Killzone habe ich da sogar den Raketenwerfer gesucht, weil ich selbst mit der Shotgun nicht getroffen habe. Ja, eindeutig geeignet für Shooter. Oh yeah. Ich habe mir Battlefield 3 runtergeladen. Müssen wir auch mal zocken. Ja? Wie soll das denn da mit dir enden? Now if you'll excuse me, I need to piss. My dick's on fire. Das glaube ich, das ist bestimmt wörtlich. So wie die Augen aussehen, garantiert. Ja, warte, hast du Planet Terror gesehen?
hat Quentin Tarantino ja einen Gastauftritt, wo dem dann im Aufzug irgendwie so der Schwanz abfällt und die kompletten Gedärme da so rauskommen. Nein, das das habe ich jetzt erwartet. Oh. Das sieht aus wie bei Paint, wenn du dieses Spray-Werkzeug benutzt. There you go, distracting me. Der sich jetzt angepisst? Passiert, kennen wir doch alle. Ist natürlich blöd, weil die Stripperin, die mit Stephen Hawking zusammen war, die ist abgekratzt und deswegen können wir die Perle jetzt nicht mehr spielen. Finde ich voll tragisch, weil die war irgendwie cool. Obwohl man hat sie nicht gesehen, also so richtig differenzieren konnte man das jetzt nicht. Aber du konntest sagen, du hast Möpse gespielt. Also von ja, daher war es wieder cool. Aber ich stehe nicht auf Frauen mit Tattoo und dieses. Ja. Vor allem noch auf der Titte, die Titten sind heilig, da kommt, ja, da darf gar nichts drauf. Zur Not frisst der Teufel fliegen, ne? Manchmal geht da kein Weg dran vorbei. Teufel. Ach. Hoch den Rock und rein den Stock. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Besser widerlich als wider nicht. Ja. Besser 5 vor 12 als keine nach 12. Also. Ja, genau. Unser besser 5 vor 12 als keine nach 1. Ja, oder so. Sich erledigt. Ja, ich hätte echt gern mehr. Oh. Oh, cool. Das war jetzt aber. Reflexzufall, oder? Ja. Dachte ich mir. Ich würde fast drauf tippen. Oh. Ja, das war natürlich dein Reflex. Mein Killing Spree lebt noch. Ja, kein Wunder, du schießt ja auch nicht. Du laberst. Deswegen gesehen, der Knüppel. Gleich habe ich den zweiten Killing Spree. Ich darf jetzt nicht von dem schießen. Jawohl! Ja, dann lad nur auf den Killing Stream, ich spiele hier normal, okay? Okay. Ich krieg ja schon ihn. Mach das. Du darfst mir die nur nicht wegnehmen. Ja, ich guck da. Aber oh, ich würde ja sagen, schieß auf den. Nein, der hat mich getroffen! Ich dachte, du kriegst das hin. Ach, der ja, schon. Der schon wieder. Muss ja hier so Quick-Time-Events so, vom Feinsten machen. Ja, genau. Ja, komm, auf den Kopf. Jetzt sucht er wieder in aller Ruhe irgendwas, was man irgendwie so reinrahmen kann. Ja, ich hoffe. Ach, schade. Und zack, Junge. Junge. Ja, Asuka Piercing, ne? Help me. Die wollte ihren Boyfriend besuchen. Und da ist er einfach nicht ans Telefon gegangen. Ja, achso, man kann die Scheibe zerschießen natürlich. Hätte man drauf kommen können. Was ist los? Ja, jetzt zieh dir mal wieder dein T-Shirt an, was ist da los? Ja, die könnte das Ding ruhig mal ausziehen, ne? Oder so. Das wäre jetzt ein Highlight. In your face. Bisschen Pixel gucken, wa? Da war Geld. War Geld. Sehr schön. Ja, du hast ein Talent für Headshots, das Geld. Yay. Hammertan, komm jetzt endlich. Jawohl. Jetzt hast du es gar nicht gesagt, oder? Ah. Gut, Junge. Voll gut. Hat wieder Poster. Nice. Hast auch nochmal Glück gehabt, ne? Nein. Skill. Skill. Scheiße war das. Granate hebe ich mir wieder auf, ne? Ja, ja. Für Bossfight und so. Genau. Wie letztens. Ja, wenn es gleich kommt und ich da Bock drauf habe, dann muss es so. Hast du mal Skill? Jetzt war der aus, ne? Ich konnte ja auch anders erwarten. Brauchen wir nicht so ein Zeug hier. Er braucht den Slow Motion, das ist was für Noobs. Schlimmer als Shotgun. Ja, komm, was ist los mit dir? Kommt sie nicht ins Spiel? Oh! Ja, die haben sich voll. Ne, definitiv nicht. Warum nennst du die mal die? Meinst du, das sind den Ollen? Ja, nur, weil die denn sonst sein? Nur weil die auf unseren Bauch haben? Genau. Vielleicht einfach nur falsche Ernährung. Ja. Sperrmann. Ja. Zu viel davon. Ist das nicht der Obergangster da? Jo. Oh, warum hat der denn Kickball in der Fresse? Wie heißt das? Kickball. Fachkette. Ich nenn's immer Clownsnase. Kannst auch Schweineeier nennen, also. Jetzt wo du sagst. Hat die da vorne auch noch ein Tattoo am Bauchnabel? Geht gar nicht. Ein Schlampstempel auf dem Bauch. Clement, what the fuck are you doing? This wasn't part of our deal. I got the compound refined for you.
Er hat so einen ganz komischen Mund, oder? So eine gewählte Oberlippe und dann so, wie so ein Franzose halt. Ab geht's! Opi, 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 grill den Spacko. Ja! Der wacht bestimmt gleich wieder auf. Oh, hast du gesehen? Ist das hier unsere Armlose? Nee, ja, nee, was ist denn da los? Kranker Scheiß. Ist das die Mutter? Von der Mutter? Von ihm. Von ihm? Ja, guck doch mal, wie die aussieht. Ah, schön. Aus wie eine Mutter. Gewisse Ähnlichkeit besteht, ne? Warum hat die Blutspritze auf ihrer Bluse? Die alte doch mal an. Alter, Alter. Hauptsache perfekt lackierte Nägel. Ja, sicher. What? Die sieht wohl nicht mehr so gut, wa? Die hat erstmal einen dicken Bitch-Slap gekriegt, wa? Wie sinnlos das einfach? She got small tits! Hat wohl lange nicht. Oh. Flecken die gerade rum? Oh, geil. Ödipus vom Feinsten. Oops. Time for your treatment, Mother. Wait. Hast du dir das mal vorgestellt, wenn du so einen ohne Zähne küsst? Mit Zunge und allem? Einfach nur so glitschig und ein bisschen hart unter der weichen Schale. Also, ich dachte, die sind gerade 50 Abonnenten ab. Oder zugekommen, man weiß nicht. Es gibt die komischsten Fetische. Ich wollte gerade sagen, ich hatte für Kommentare über meinen Chris. Ich meine, bei meinem Lollipop Chainsaw Let's Play mit dem Dieb habe ich einfach nur eine Folge Granny Porno genannt. Das hat die meisten Aufrufe. Ja? Ein Granny Porn und ein Tentakel Porn. Okay, das fuckt mich jetzt irgendwie ein bisschen ab. Was haben die denn für coole X-Wolverine-Krallen? Wieso heißt du nicht Black Hat? Jawohl. Black Hat? Ja, die haben Black Hat auf der Brust stehen. Ich wollte mich erst Black Sun nennen, wegen Arschloch und so, aber dann dachte ich mir Black einfach cooler. Jo, jetzt haben wir doch nochmal einen. Sauber. Können wir uns sogar noch die Kralle von dem Krallen. Ja, hau drauf. Also ich würde mal sagen, wir knallen auf die Waffe drauf. Also ich würde sagen, wir knallen einfach, wie es kommt. Oh, okay. Oh, oh, der kommt. Lauf weg. Ich hab ja noch eine Granate. Da unten die Granaten. Auf die Pfeile. Yeah. Wow, hast du das gesehen? Da hab ich uns wieder eiskalt gerettet hier. Und nochmal. Ist gar nicht getroffen, du Idiot. Sicher. Ich war das. Schieß auf den. Gib dem eine Granate, bam. Hab ich uns auch getroffen? Ich glaube nicht. Da ist die Energie. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Entschuldigung, Auto-Aim war aus. Oh, wie geil, mit der Pistole jetzt im Arsch gehen, weil der so hart in die Schnauze kriegt, sieht das an. Yo! Damit habe ich dann nur 21.000 Punkte. Dafür ist er jetzt auch wieder im Arsch. Also bist du gestorben, oder? Ja, sicherlich gestorben. Scheiße. Und dann auch noch zwei Schüsse vor Ende. Und dann haben wir uns teleportiert. Jo. Komm, bleib liegen. Echt mal. Gib's da auf. Wir machen jetzt das letzte Level und dann ist gut. Dann sehen wir endlich, wie die Story ausgeht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Jo, das gute Ding. Kommt das Pärchen zusammen, werden sie die elfige Leber finden. Eigentlich muss von denen auch mal einer drauf gehen. Können wir erstmal gucken, ob wir an Kohlen abstauben, weil wir gut Punkte geholt haben. Oh ja, ich zumindest. Halt die Schnauze. Our feature presentation, Jailhouse Judgment, will resume after these messages. Den 4.11.97, den mochte ich besonders, offenbar. Ein Unfall, oh Gott, endlich Action. An der Schule gab es heute einen Unfall. Ein Auto musste bremsen. Da ist ein anderes Auto aufgefahren. Meinst du? Meinst du? Moped kam an, ist gnadig und siegte quasi. Wow, so richtig aufgedunsener jetzt. Das sieht doch schon wieder aus hier wie von South Park, die Alte. Heute ist Embryo-Tag, wo ich alle das Ding an den Kopf gepackt habe. Guck. Du Scheiße. Waters. Oh, mal gucken, was dein Moped hier für einen verkackten Schwachpunkt hat. Den können wir wenigstens nicht verfehlen, ne? Wäre ich schwarz, wäre ich. Ja, auf jeden.
Hätte ich eine Sonnenbrille, wäre ich der andere. Ja, wahrscheinlich. Los. Boah. Und er sich am einen ablachen. Oha. Ja, Schluss mit lustig. Jetzt, ja, werden wir sehen. Ne? Vielleicht ist er bei uns Schluss lustig. Jawohl, oh, auf den Hodensack im Gesicht. Den Hodensack im Gesicht, genau, so sieht er aus. Das sieht für mich eher aus wie ein Arsch. Wo wir beim Thema sind, seht ihr die drei? Referenz zum letzten Vlog. Freunde. Auch wieder hier sieht man, die drei ist echt für ein Arsch. Ja. Boah. Okay. Was macht er denn? Oh, der wirft den. Vorsicht. Yo, da kannst du dich schon mal drauf einstellen, das wird jetzt echt scheiße werden. Ja. Bevor der wirft, auf jeden Fall nachladen. So. Komm her. Ne, du musst die einfach schon aus der Hand abschießen. Ja. Und dann zieht dann das richtig doll ab. Dann ist der richtig benebelt und so. Komm jetzt, am Rostplatz an. Du Scheißknecht, du. Bad, Junge. Ja, wunderschön. Ja. Bei der Fliege mussten wir beide treffen, da hatten wir zwei so Dinger. Ja, das war am ersten etwas schockierend. Das war zuerst in die Bossfights immer leichter geworden und dann ging es gut zur Sache. Bam! Und drauf da! Drauf auf die Mutti! Bam, 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 X drückt durch. Also die Mutti hat Hoden im Gesicht, sehe ich das richtig? Das ja, willst du uns hier vermitteln. Ist halt keine schöne Mutti, ne? Schieß auf den Kopf! Ist halt keine schöne Mutti. Ja, da darf ich dir wohl beistimmen. Deine Mutter. Sieht aus wie der Endgegner von House of the Dead im Zoom. Der, der Fetisch-Zoom. Das ist voll gemein. Heiser. Komm, stirb einfach. Sehr große. Boom. Ja, verdammt. Eiskalt die Rübe weggeöffnet. Würde ich fast sagen, das war lächerlich. Aber wie du gesehen aussiehst. Ja, das war ein bisschen lächer. Hast du schon mehr Kämpfe? Du zockst ja jetzt mit der 1, oder nicht? Ja, aber ich muss ja im Moment auch noch Game Boy spielen, ne? Also stimmt. Ja, 16. Ich bin inzwischen bei 20 Stunden auf dem Game Boy. Wieso haben wir die Shotgun nicht upgegradet, so nebenbei? Weil das eine Romo-Waffe ist, die spielt nur so. Drück mal lieber auf Player 2 ready da. Hab ich noch schon. Nein, hast du nicht. Du warst fertig. Ja. Intermission. Also ich will ja nicht sagen, aber Schrotflinten sind für Leute, die nicht spielen können. Ja, deswegen. In Killzone habe ich da so... Ich dachte. Wow, was wollt ihr denn hier? Man muss sie auch töten. Ja, tut mir leid. Ich wollte die auch noch so ruhig lassen. Das ist so egoistisch sein hier, ne? Du bist eher so Verfechter der. Ja, hier muss man natürlich immer so zivilisten. Das geht doch schon wieder schief. Außerdem, warum müssen wir den Clown retten? Ein Clown? Scheiße, ich hab den Clown getötet. Jo, also so sollte man natürlich da nicht machen, ne? Hauptsache, du hast dann auch noch gerufen, welchen du retten musst. Lass sie mal näher kommen, sonst bringt meine Shotgun nichts. Ja, dann wechsle ich halt. Parkour. Violence. Oh, ich hab einen Killing Spree, glaube ich. Lache noch nicht. Ah. Tatsache, du Drecksack. Wo steht das denn? Oben, dein Magazin. Ich bin Bronze, ne? Da, schieß auf die Box, schieß auf die Box. Dann geht mein Killing Spree weg. Ich hab's geholt. Gut. Wie fallen hier raus? Ja, wenn man hier ohne zu verfehlen... Verdammt! Toll, du hast mein Killing Spree kaputt gemacht. Da hast du selber für gesorgt. Boah, dauert ja Jahre, ey. Wenn ich nicht mehr... Das ist Comic. Bam, Comic Page unlocked. Ja, wenn man hier zu trifft, ohne zu verfehlen. Also wir sehen es oben an unserem Revolver, da füllen sich die Patronen auf mit jedem Schuss, den wir nicht verfehlen. Richtig. Deswegen dauert das Ganze gerade auch ein bisschen länger. Letzte Woche sah es bei uns ein wenig anders aus, als wir es noch nicht gecheckt haben. Nein, ich hab's schon wieder. Ja, ich scheiß da jetzt drauf, ganz ehrlich, ey. Das ist das schwul, das dauert echt lange. Ich hab den Kopf voll weggepustet. Vorsicht, Hammer! Hab mich getroffen natürlich, ne? Ja, das die halten echt mehr aus als letzte Mal, oder? Ja! Das ist echt so ein bisschen das Gefühl. Aber scheiß drauf, das dauert aber jetzt viel zu lange mit der ganzen... Ja, echt mal, oder? Ficke da, ey. Mein Gott, scheiß da weg. Da sind ein paar. Ja,
Bam! Komm her raus, Digga, ja. Ich werde mal zeigen, wo der Asi die Locken hängen hat. Bam, 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 bam. It's your face. Keine Namen, wir schießen trotzdem. Bam, bam, bam. Was ist das, das denn da unten? Wow, Ratten oder so. Nein, oder Ratten. Ich glaube, das ist ein Ratten. Da ist ein Kopf. Jawohl. 3D-Model an Luft. Wow. Ich habe Heidi Klum quasi an Luft. Hier ist das schon. Guck mal. Hier, bam. Ach. Komm, Scheiße. Schieß auf die Alte. Auf den Mobs. Welche Alte? Auf den rechten Mobs. Schieß auf den rechten Mobs. Da ist wieder. Schieß doch! Ich hab's. Yeah, slow motion! Ja, alle tot, toll. Deine Mutter. Da ist noch einer. Hast gesehen, wie der über den Boden geschwebt ist? It's much cooler! Slow motion! Oh. Nein, nicht schon wieder. Die hintere alte ist auch tot. Du hast auch einen umgebracht, ne? Wahrscheinlich. Aber waren das zwei? Ja, scheint so. Ich habe einen getötet und du. Wir waren also echt gut. Hm. Ja, die Shotgun ist so ein bisschen ungenau auf Distanz, ne? Da liegt ein Comic, da liegt ein Comic. Schnapp den Comic hier. Oh, 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 oh. Keine eine Granate aufgesammelt. Zufällig. Vorsicht, Bitch. Ja, ich hab der voll ins Gesicht geschossen. Und guck mal, jetzt machst du die Beine breit. Ja, schieß auf das Bläumchen. Weg. Bam, 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 bam. Hat sich aufgelöst. Was ist denn hier los? Der kriegt den Kofferraum nicht auf. So, ich treffe hier nicht. Ah, meine Zielgenauigkeit ist. Vorsicht, da kommt eine brennende Hure vor. Hattest recht, wir mussten nur. Wow, was war das denn? Ich hab getroffen. Bitches love cake. Freunde! Guten Abend zusammen. Wieder nüchtern. Du, der Holz. Wollte gerade sagen, tu dich so höflich. Jetzt kennen wir dein wahres Gesicht. Ja, wir zockeln heute, wir pieken heute rein in, wo ist das Ding? Da ist es. The House of the Dead Overkill im Extended Cut, um Gottes Willen. Ist auf meiner Kauftour zur Vervollständigung meiner Zombie-Sammlung auf der PS3 irgendwie in den Warenkorb gelandet. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gesehen irgendwo? Ich glaube, es ist in Deutschland lediziert. Ich habe es auch noch nie nur irgendwo gesehen, aber eins kann man dazu verraten, ohne zu spoilern, es ist... Absolut witzig. Auf jeden Fall. Wir haben es letzte Woche schon mal ein bisschen gezockt und es hat sich als gute Wahl entpuppt, weil man muss hier einiges freischalten erstmal. Ja. Wir hatten am Anfang nur eine Magnum und es ist halt ein Raygun-Shooter mit jeder Menge Zombies. Wir haben schon die Extra-Mutanten eingestellt, dass es noch mehr sind. Und jetzt haben wir letzte Mal wenigstens noch die Shotgun freigeschaltet. Ja. Für meine Aiming-Skills, ne? Natürlich für deine Aiming Skills, okay. Denn unsere Aiming Skills haben uns auch mit der Shotgun ziemlich schnell gezeigt, dass wir eigentlich ziemlich scheiße sind. Richtig. Aber mal sehen. Übrigens, 3D-Glasses included, mal zwei, funktionieren auf jedem Fernseher. Das sind die hier. Wir haben sie nicht ausgetestet und ich habe auch so meine Zweifel, ob es funktioniert. Aber vielleicht werfen wir da nachher mal einen Blick drauf. Das muss man hier, seht ihr da schon, analglyphic 3D. Müsste man extra einschalten, aber wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ist so ein bisschen Tarantino-Style gemacht, muss ich sagen, das Spiel. Weil wir haben auch die ganze Zeit dieses Bild flimmern, als wäre es eine verlorene Schriftrolle aus den 80ern. Also ich sag mal, für zwischendurch ist es wirklich ein absolut geiles Spiel. Richtig. Und bockt richtig. Also ich würde fast sagen, das Spiel kombiniert mit dem Pegel vom Oktoberfest. Gibt nichts Geileres. Definitiv. Und da haben wir schon den statigen Mobs mit dem Kussmund drauf. Was und ich weiß nicht, ob die sich da gerade einen lutschen oder. Achso, der andere ist natürlich ein Kerl, ne? Hey Isaac, you finally found the G-Spot, huh? Isaac's back! Here I am. You saw nothing. Ach ja, hier mit zwei Waffen gleichzeitig kann man auch freischalten, aber. Man muss halt sehr, sehr viel zocken, um das alles freizuschalten. Weil wie gesagt, 5 Level nur für die Shotgun. Jo, hat einiges an psychopathische Action benötigt. Oh ja. Oh ja, super. Jetzt gehen wir durch den Sumpf. Das haben wir ja schon an Dead Island schon so gute Erfahrungen mit, oder? Ja. Müssen wir nächste Woche auch mal weiter zocken. Jo. Jo. Man könnte fast meinen, das ist ein Spiel für Knopfepileptiker, wenn man nur zwei Stück drücken muss. Ja, richtig. Allerdings wird man gleich sehen, warum das Ganze sicher schwieriger weiß als gedacht. Es ist ja eigentlich auch Move ausgelegt, ne? Also. Ist halt so wie. Also ich bin rot, oder? Ja, ich bin rot. Ich schieß mal. Jo, ich bin blau.
Ich will halt direkt hier Shotgun nehmen. Wie war Waffe wechseln? Dreieck. Ja, weil ich treffe ja sonst nichts, ne? Er hat hier schon Hackeball dabei. Bam. Das alles nach. Komm jetzt schon auf mein Fadenkreuz, ich werde gleich ausstellen, welches meins ist. Rot, meins. Sogar den Raketenwerfer gesucht, weil ich ihn selbst mit der Shotgun nicht getroffen habe. Ja, eindeutig geeignet für Shooter. Oh yeah. Ich habe mir Battlefield 3 runtergeladen. Müssen wir auch mal zocken. Ja? Wie soll das denn da mit dir enden? Das glaube ich ja so, bestimmt wörtlich. So wie die Augen aussehen, garantiert. Ja, warte, hast du Planet Terror gesehen? Hat Quentin Tarantino ja einen Gastauftritt, wo dem dann im Aufzug irgendwie so der Schwanz abfällt und die kompletten Gedärme da so rauskommt. Nein, das das habe ich jetzt erwartet. Oh. Das sieht aus wie bei Paint, wenn du dieses Spray-Werkzeug benutzt. There you go, distracting me. Hat der sich jetzt angepisst? Passiert, kennen wir doch alle. Ist natürlich blöd, weil die Stripperin, die mit Stephen Hawking zusammen war, die ist abgekratzt und deswegen können wir die Perle jetzt nicht mehr spielen. Finde ich voll tragisch, weil die war irgendwie cool. Obwohl man hat sie nicht gesehen, ne? Also so richtig differenzieren konnte man es jetzt nicht. Aber du konntest sagen, du hast Möpse gespielt. Also von ja, daher war es wieder cool. Aber ich stehe nicht auf Frauen mit Tattoo um dieses. Ja. Vor allem noch auf der Titte, die Titten sind heilig, da kommt, ja. Da darf gar nichts raus. Zur Not frisst der Teufel fliegen, ne? Manchmal geht da kein Weg dran vorbei. Teufel. Ach. Hoch den Rock und rein den Stock. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Besser widerlich als wieder nicht. Ja. Besser 5 vor 12 als keine nach 12. Also. Ja, genau. Unser besser 5 vor 12 als keine nach 1. Ja, oder so. Sich erledigt. Ja, ich hätte echt gern mehr. Oh. Oh, gut. Das war jetzt aber. Hardcore, Alter. Reflexzufall, oder? Ja. Dachte ich mir. Ich würde fast drauf tippen. Oh. Ja, das war natürlich dein Reflex. Mein Killing Spree lebt noch. Ja, kein Wunder, du schießt ja auch nicht. Du Laber. Hast du ihn gesehen, der Knüppel? Gleich habe ich den zweiten Killing Spree. Ich darf jetzt nicht an den schießen. Jawohl! Ja, dann lad nur auf den Killing Stream, ich spiele hier normal. Okay. Ich krieg ja schon ihn. Mach das. Du darfst mir die nur nicht wegnehmen. Ja, ich guck da. Aber oh, ich würde ja sagen, schieß auf den. Nein, der hat mich getroffen. Ich dachte, du kriegst das hin. Ach, der schon. Der schon wieder. Ich muss ja hier so Quicktime-Events so, vom Feinsten hier. Ja, genau. Ja, komm, auf den Kopf. Jetzt sucht er wieder in aller Ruhe irgendwas, was man irgendwo reinrahmen kann. Ja, ich hoffe. Ach, schade. Und zack, Junge. Junge. Ja, Asgard Piercing, ne? Help me. Die wollte ihren Boyfriend besuchen. Und da ist er einfach nicht ans Telefon gegangen. Ja, achso, man kann die Scheibe zerschießen, natürlich. Hätte man drauf kommen können. Was ist los? Ja, jetzt zieh dir mal wieder dein T-Shirt an, was ist da los? Ja, die könnte das Ding ruhig mal ausziehen, ne? Oder so. Das wäre jetzt ein Highlight. In your face. Bisschen Pixel gucken, wa? Da war Geld. Aber Geld, ja. Sehr schön. Ja, du hast ein Talent für. Meine Ruhe! Boom. Wie viele Civilians gibt es denn hier? Also, ihr könnt hier gar nicht überleben. Ich kümmere mich um das Geld. Ups. Yo, voll um das Geld gekümmert. Gott sei Dank hast du nicht mehr Geld gekümmert. Jetzt geht's aber auf. Ja, ich glaub ja. Oh, jetzt guck ich dir an. Bitch, auf den Sack. Extremely violent. Ja, das ist, wenn du den ersten Killing Spree. Nee, das ist, wenn du dir direkt auf den Sack knallst. Achso, das kann natürlich auch sein. Motherfucking. Ey, der ist weggeleached, hast du gesehen? Flipp, war der weg, ach, der war. Das leecht ja nicht. Du ja gesehen hat. Guck mal, was da hinten im Baum glitzert. Siehst du das? Schieß ja. Das mal ab. Das sind ja. Die Aiming Skills. So. Müssen wir uns wohl später jetzt holen. Jetzt habe ich. Ja, damals. Ernsthaft? Ja, sicher. Jetzt, ey. Wenn alle tot sind. Bam, 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 bam. Digga, what? Motherfucker! So, hat er noch einen Headshot gekriegt? Ja, und jetzt? Peace out. Oh, jetzt kommt aus dem Wasser raus, die Dücken.
Wasserleichen hier, die aufgedunsenen. Guck mal, hätte ich jetzt nicht gewechselt, ne? Ja, dann was? Und auf dein Nachladesymbol da geschossen. Auf mein Nachladesymbol hast du geschossen. Was fällt dir ein, auf mein Nachladesymbol zu schießen? Was machst du denn? Du hast ja auch noch all die Sachen, ne? Ja. Also dich möchte ich auch nicht in eine Zombie-Apokalypse an meine Seite haben. Da wäre ich eben im Katana unterwegs. Da steht noch einer. Ja, und dann schießt der nur ab. Ich habe keine Distanzwaffe hier. Oder sieht das aus wie ein Sniper-Gewehr? Oh, wir haben einen neuen Gegner. Die Schwangere. Schwangere Glubschi. Ist der Meso... Oh, das ist jetzt aber echt pervers. Das ist der Meso nur auf den Bauch schießen oder so. Was war das? Tot. Hattest recht, wir mussten nur... Wow, was war das denn? Ich hab getroffen. Ist der breitbeinig auf uns zugesprungen? Oder sah es nur so aus? Ja, tatsächlich. Der pisst hier den Container an. Ich will noch so einen. Da kommt noch so einer. Yay! Yeah! Komm her! Komm zu Mama! Ich musste nachladen übrigens. Vorne Scheiße! Was? Du Lappen! Oh oh. Nein! You are dead. Ich bin dead? Bin ich dead? Ja, dead. Sicher bist du tot. Tut mir leid. Passiert oh, ich hab auch nur noch zwei, wa? Passiert halt so, dann kann man halt... Na? Oh! Ja! Beim Thema. Ich warte auf dich! Ja, als ob du auf mich wartest. Ja, ist doch so. Was, ja, so. Oh, ne. Lauf, du Knecht. Zombie-Krähen, da hinten ist so ein rotes Ding. Schieß jetzt bitte drauf, weil du kannst besser zielen als ich. Ich will hier so ein Hühnchen abschießen, ein Gitter. Hab's. Ja. So haben wir keine Gegner. Weil die Gegner noch ankommen. Wo? Was kannst du? Ach was? Ich hab das mal geregelt eben so, ne? Ja. Ja. Der Lord, das bin ich. So, zwei auf einmal. Schießt auf den Vogel. Weißt du, ich treffe auf 500 Meter, treffe ich so ein verkacktes rotes Symbol, ne? Und nicht den Vogel, hier, der 10 Meter vor mir schwebt. So ist das. Der bewegt sich ja auch nicht, der Symbol, ne? Der Symbol. Ja. Bleib mal schön beim Klavier, Mozart. Extreme Violence. Hier ist Geld. Nein! Und da ist schon wieder so einer. Yeah! Komm her! Huhu! Mann, die ist aber echt. Power Slide. Die hat voll eingeflacht, Mann. Die?